Hi und herzlich willkommen zu einer schönen Aufgabe aus der pakistanischen Mathe-Olympiade. In der Aufgabe ging es 2016 natürlich darum, ganzzahlige positive Exponenten m und n zu finden, sodass 2016 sich als Differenz von 2 hoch m und 2 hoch n schreiben lässt. Und das Ganze hat eine sehr intuitive Lösung. Viele von euch finden die wahrscheinlich auch auf den ersten Blick, aber man weiß natürlich nicht, ob das die einzig mögliche Lösung ist. Und deswegen müssen wir das Ganze rechnerisch lösen. Ich habe es so gemacht, dass ich zuerst mal gesagt habe, hey, ich weiß eigentlich schon einiges. Wenn 2 hoch m minus 2 hoch n 2016 sein soll, was Positives, dann muss definitiv m größer als n sein, weil sonst wäre auch 2 hoch m kleiner als 2 hoch n und das Ganze würde negativ werden. Und dadurch, dass ich jetzt weiß, dass m größer als n ist, kann ich etwas ausklammern. Denn das hier ist ja 2 mal 2 mal 2 und so weiter, bis da m Zweien stehen. Und das hier wiederum ist 2 mal 2 mal und so weiter mal 2, bis da am Ende n Zweien stehen. Und das heißt, es sind rechts weniger Zweien als links in diesem Ausdruck. Und ich kann die wenigeren Zweien, die n Zweien, darum ausklammern. Dann habe ich links, also bei 2 hoch m, noch 2 hoch m minus n Zweien übrig und rechts in 2 hoch n nur noch eine 1. Und auf der anderen Seite der Gleichung, da bleibt die ganze Zeit die 2016 stehen. Nächster Schritt, da habe ich jetzt überlegt, dass ich ja die 2016 auch mal in ihre Primfaktoren zerlegen könnte, denn die Primfaktorzerlegung ist eindeutig und die Zahl da links, die hat offensichtlich in ihrer Primfaktorzerlegung n Zweien drin und nicht mehr und nicht weniger, weil hier können wir keine 2 mehr rausziehen und abgesehen davon ist das hier auch ungerade. Wegen dem minus 1. Ja, und um diese 2016 in ihre Primfaktoren zu zerlegen, habe ich sie erstmal durch 2 geteilt. Dann kann ich nämlich sagen, 2016 ist dasselbe wie 2 mal 1008. 1008 ist aber 2 mal 504. Also mache ich hier schon mal 2 mal 2 mal 504 draus. Die 504 kann ich wieder durch 2 teilen. Das ist dann 252, die wir doppelt brauchen. Die 252 können wir wieder teilen. Das ist dann 125 und nochmal 1, also 2 mal 126. Und das wiederum ist 2 mal 63. Und dann sind wir bei der ersten ungeraden Zahl angekommen und können keine weitere 2 rausziehen. Das heißt, wir haben auf jeden Fall 2 hoch 5 mal 63 auf der rechten Seite stehen. Und das ist jetzt natürlich noch nicht die Primfaktorzerlegung. Dafür müssten wir die 63 auch noch weiter zerlegen. Aber so weit geht's gar nicht. Weil links haben wir ja 2 hoch n mal in der Klammer dieses Ungerade 2 hoch m minus n nochmal minus 1. Und wenn wir jetzt diese 2 hoch n haben, dann sind das alle Zweien in der Primfaktorzerlegung. Die müssen also auf beiden Seiten gleich sein, weil die Primfaktorzerlegung, wie gesagt, eindeutig ist. Also wissen wir schon mal automatisch, dass n eine 5 sein muss. Und mit dieser Information können wir natürlich den Rest, das ungerade Teilchen, da auch noch vergleichen und sagen, okay, dann ist es ja irgendwie so, dass wir nur noch die Lösung finden müssen für 2 hoch m minus n minus 1 gleich 63. Und für das n können wir sogar direkt schon eine 5 nehmen. Und das ist jetzt nicht mehr schwierig zu lösen. Wir rechnen plus 1, dann kriegen wir auf der rechten Seite eine 64 und auf der linken bleibt 2 hoch m minus 5 stehen. 64 ist aber nichts anderes als 2 hoch 6. Und dann wissen wir, dass 2 hoch m minus 5 dasselbe sein muss wie 2 hoch 6. Sprich, Exponentenvergleich, m minus 5 muss das gleiche sein wie 6. Wir rechnen plus die 5 und dann kommen wir darauf, dass unser gesuchtes m nichts anderes ist als 11.
Ja, und damit können wir jetzt die Ausgangsgleichung lösen. Denn jetzt wissen wir, wenn wir da oben als m eine 11 einsetzen und als n eine 5, dann haben wir 2016. Und das stimmt auch, weil 2 hoch 11, das ist nichts anderes als 2048 und 2 hoch 5 ist 32. Und tatsächlich ist 2048 minus 32 die gesuchte 2016. Falls euch das zu leicht erschien für eine Mathe-Olympiade, zugegeben, es war relativ leicht. Viel, viel, viel schwieriger ist diese Mathe-Olympiade-Aufgabe oder aber auch meine Exponentialgleichung. Die findet ihr da unten. Ganz viel Spaß damit, bei Fragen meldet euch jederzeit und bis bald!